Maybe one day. Time flies by and time stands still. So there's enough time to change my mind. All I have is all I've got, and I'm so glad I'm still alive. Everything will change here, as you see. So we have to work it out, and I will make the best out of it for you and me. And maybe one day I'll turn around. Go away, leave them all behind. Just go away to see the world, to live my dream and to feel myself, to do what I love, to do what I can. So many years I have their thoughts, so many times I leave. I wanna be free and one day we will see. Maybe one day I will leave this town. Maybe one day I'll fly away. Maybe one day it's too late to try. Maybe one day I'll say goodbye. Maybe one day I'll say goodbye. Dankeschön. Für Ländle TV etwas Ländle-Spezifisches. Schmunzelkrimis aus Vorarlberg. Aus meinem Buch »So viel Schwein geht auf keine Kuhhaut«. Daraus eine Kostprobe aus der ersten Episode über einen spätherbstlichen Campingurlaub, extra für dieses Video illustriert von Ernst Heumann. Wo er Recht hat, hat er Recht. Was bisher geschah. Der Paul hat was gegen Camping und damit hat er sowas von Recht. Der Platz wie ausgestorben, der Wohnwagen eng, das Wetter schlecht. Und dazu der kommunikative Stellplatznachbar mit seinen Einladungen zu Tiroler Knödeln, die der Paul noch mehr hasst als Camping. Um Tiroler Knödel zu verhindern, geht er über Leichen. Und er weiß auch schon wie. Um 4:30, wenn die Emma schläft und der Nachbar aufs Klo muss, da wird er zuschlagen. Das passende Werkzeug hat er im Auto. Tatsächlich. Pünktlich klettert der Nachbar zum nächtlichen Klogang aus dem Wohnwagen in laut raschelnder Regenpelerine. Der Paul lauert ihm auf, versteckt hinter einem Baum, folgt ihm dann auf leisen Sohlen, die Tatwaffe in der Hand. Jetzt nur noch abwarten, bis der Knödelkoch in einem Abteil verschwindet und Tür zu. Im nächsten Augenblick ist der Paul dort. Schnell ist die Abdeckung seitlich verschoben und der Sechskant im Schloss rumgedreht. Fertig. Sicherheitsverriegelung. Nur von außen vom Personal zu öffnen. Und das Opfer, stell dir vor,
bemerkt nichts unter seiner knisternden Plastikhaut. Umso besser, fällt kein Verdacht auf den Paul. So ein Schloss kann auch mal klemmen. Und dann gibt es für den Paul nur noch eines. Nichts wie weg. So schnell wie möglich rennt er durch die Dunkelheit, durch den Regen, zurück zum Wohnwagen. Aber kaum zu glauben, das Unvorhergesehene passiert, wenn man es am wenigsten erwartet. Ausgerechnet im unpassendsten Moment melden sich seine Gedärme zu Wort. Der Paul krümmt sich, hält sich den Bauch, zwickt die Pobacken zusammen und flucht, er muss unbedingt aufs Klo. Aber sicher nicht hier, nicht am Tatort, niemals. Wie getrieben ist er zu seinem Auto gerannt. Zum Glück kennt er ein anderes Klo, am Bahnhof. Also nichts wie weg von hier. Er weiß nämlich, was er für ein gutmütiger Kerl ist. Keiner Fliege kann er etwas zuleide tun. Und wenn der Knödelkoch um Hilfe ruft, kann er womöglich nicht widerstehen und sperrt ihm die Klotür auf. Und damit wäre der Weg frei für neue Tiroler Knödel. Nein, bloß das nicht. Und noch eine Sorge plagt ihn. Er muss die Emma aus dieser Sache heraushalten. Nicht, dass sie erschrickt und womöglich Verdacht schöpft, wenn sie eines Tages in der Zeitung liest. Reinigungspersonal findet Dauercamper verhungert in Toilette. Die Auflösung dieses Falles und mehr kriminelle Schmunzelgeschichten finden Sie in meinem Buch »So viel Schwein geht auf keine Kuhhaut«. Erschienen ist es im Vorarlberger Verlag Edition V, erhältlich überall im Buchhandel und natürlich online. Das ist eine Hommage an unser schönes Ländle und die Leute, wo die ihn leben. Okay. Wanted to go.